Hallihallo, willkommen zurück hier im Frauenknast bei Prison Architect. Wir schauen mal, was hier so los ist. Das Gefängnis ist nicht voll ausgelastet, wissen wir. Restaurant haben wir noch am Laufen und die Überproduktion haben wir noch am Laufen. Und was haben wir noch am Laufen? Sonst nichts gebessert, Häftlinge. Können wir noch starten. So. Wir schauen mal in die Bürokratie, ob wir irgendwas haben. Was wir nicht haben, die Steueroase zum Beispiel, kostet uns aber 50.000, haben wir aktuell nicht. Haben wir auch nie mehr reingeschaut seit Beginn, glaube ich. Was wir noch haben, ist zwei Todeskandidatinnen eigentlich. Wir haben nur noch eine. Die kann in 2 Tagen wieder, glaube ich, sich vorstellen. Und die andere, die Dame, da war noch mal eine, die ist eigentlich hier in der Zelle. Wir schauen mal, ob die gleich wieder kommt oder ob die versetzt wurde. Wahrscheinlich wurde sie versetzt. Die ist keine Todeskandidatin mehr. Das bedeutet, eine hat, ja, wird nicht mehr zum Tode verurteilt. Das ist doch schön, eigentlich. Die hieß Wetley, glaube ich. Vielleicht finden wir sie hier. Ich glaube, sie ist hier in diesem Bereich gekommen. Wo haben wir sie? Ich sehe sie nicht. Angela P. Brown. Ich dachte, Young Santos. Eigentlich denke ich, sie müsste hier reingekommen sein. Ist sie aber nicht. Na gut, wie dem auch sei. Wir haben hier noch eine Dame, die Young, die eigentlich runter könnte, wenn sie sich gut anstellt. Die ist jetzt 4 Tage ohne Vorfall. Und die müsste wie viele Tage ohne Vorfall bleiben, um hinunterzukommen? Die ist ja Häftling. Frage ich mich gerade, wo sehe ich denn, in welcher Kategorie die ist? Gottes Willen, ja. Ja, ich werde auch nicht jünger. Naja, kürzliches Fehlverhalten, Besserungsprogramme. Sie macht eigentlich alles mit. Das ist doch super. Und sie ist auf dem besten Weg, sage ich mal. Wir schauen mal rein in die, nicht in die Einlieferung. Da kriegen wir wahrscheinlich eine Todeskandidatin. Also eigentlich hätten wir eine Zelle frei. Ah, ist gerade keine verfügbar. Okay. Gefängnistransfer auch nicht. Das bedeutet, genau, wir wollten ja gerade schauen, was sie braucht, um transferiert zu werden. Ich glaube, sieht nach hoch aus auf jeden Fall. Ja, dann müsste 5 Tage lang ohne Vorfall sein. Na, das sollte die doch hinkriegen, die Dame. Wir bauen hier hinten noch eine Kapelle und einen schönen Raum für die Damen. Da kann man nämlich auch nichts klauen. Das ist okay. Dann brauchen wir natürlich noch eine Versorgung dahin. Das bedeutet, jetzt haben wir hier, haben wir für jemand keine Zelle. Hier gerade völlig ausrastet. Was ist denn hier los? So, irgendjemand ist hier. Hier ist jemand ausgerastet. Sie? Es gibt keine freie Zelle. Okay. Fies. Wir schauen. Okay, Informationen. Lasst uns mal Informationen schauen. Okay, also die zwei werden auf keinen Fall werden die für uns Informationen sammeln. Die anderen wecken wir jetzt mal und holen die raus. Bandmitglied auch noch ein Informant. In der Zeit werden wir mal kurz hier das verkabeln. Und zwar möchten wir hier Strom haben. Das werde ich jetzt einfach hier gnadenlos durchlegen bis hierher. So, und hier in die Kapelle dann. Genau, jetzt blinkt es hier oben wieder schön. Wir haben 19 Zellen für den niedrigen Sektor. Ich glaube, den niedrigen Sektor können wir langsam eigentlich abbauen, oder? Was haltet ihr davon? Ein Todesfall. Was ist hier schon wieder passiert? Hier hat ein Hund kaputt gemacht. Wieso ist da eigentlich ein Hund ohne Wache? Wenn der Hund getötet wird, ist dann auch die Wache weg? Eine sehr gute Frage. Nö, eigentlich nicht. Der holt sich einen neuen Hund in dem Fall. Wo ist eigentlich die Wache, wo der Hund gehört hat?
Krass. Okay, naja, gut. Genau. Hier oben blinkt schön. Wir könnten das hier zum normalen Sektor machen. Aber aktuell haben wir immer noch, glaube ich, das Problem, weil die Bandenmitglieder wütend sind, weil wir ihre Chefin... Oh, wir haben ja noch hier eine Chefin... Weil wir ihre Chefin eingesperrt haben. Ah, die kommen gerade erst. Okay, also Bandenmitglied Nummer 1. Was die uns so zeigt. Okay. Da haben wir auf jeden Fall Drogen. Hier haben wir einen Hammer, Schlagstock. Hier haben wir auch eine Waffe. Also wenn wir hier mal die Zelle durchsuchen. Hier die Häftling und Zelle durchsuchen. Oder hier so. Zelle durchsuchen, so. Dann machen wir die mal inaktiv. Nicht, dass sie die auf dem Kieker hat. Dann kommt die nächste Person. Ein wenig schmuddelig. Ja, das kann gut möglich sein. Dann gibt es wieder Ärger. Die macht hier den kaputt. Rufen wir mal ein paar Wachen. So, dann gehen wir noch mal in den Informationsreiter, dass wir das hier nicht verpassen. So, was hat sie denn uns zu melden? Jetzt stoppen wir schnell. Drogen. Sonst eigentlich nichts. Das ist interessant. Okay. Dann würde ich sagen, Zelle durchsuchen. Zelle durchsuchen, oder? Ja, genau. So. Die aktivieren wir wieder. Und die andere Dame, die uns noch... Oh, die hat uns jede Menge Infos. Ich glaube, habe ich ihr schon eine Wache hinzugefügt? Also tun wir hier eine Wache hinzufügen und die durchsuchen auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch Drogen. Alkohol, Drogen. Na gut, nehmen wir die hier hops, oder? Nehmen wir diese hier hops. Weil Waffen habe ich hier jetzt gerade nicht. Jetzt selber eine Waffe. Sie trotzdem durchsuchen. So, Handy haben wir. Gut, gehen wir aus dem Informationsfenster mal nochmal raus. Schauen wir mal, sind da jetzt Wachen gekommen? Nee. Ah, hier doch. Nee, alles klar. Dann rufen wir doch gleich Wachen für hier. Durch den Zaun. Okay. Okay. Die ist auch ein bisschen unruhig. Die ist auch ein bisschen unruhig. Aber die sollte eigentlich durchhalten, die Yang. Die hat nicht mehr so lang in dem Bereich. Okay, schauen wir mal. Jetzt ist sowieso Arbeit angesagt. Hygiene und Wärme ist ein bisschen schlecht. Okay, ja, das könnte ich ja. Da müssen wir noch einiges machen wahrscheinlich, ne? An der Wärme. Transfer, Häftlinge. So. Sie ist immer noch nicht bereit. Okay, sie darf jetzt nur kein Blödsinn machen. Wieder sind ein paar Bandenmitglieder, die hier Randale machen. Zwei Todesfälle.
Oh Jan, Jan macht das nicht mit. Geh einfach allen aus dem Weg. Da ist ein Tod. Eine Tod. Und wo ist die andere Tod? Verletzt. Hm. Die braucht Drogen, oder? Telefoniert, Familie, Sicherheit, Wärme, Drogen. Okay, schauen wir mal nach Wärme jetzt. Komm, Wärme. Radiator ist es. So. Hier haben wir Wärme. Hier haben wir keine Wärme. Da brauchen wir aber auch keine. Hier in den Zellen haben wir keine Wärme. Eieieiei. Okay, ich glaube, Wärme sollten die ja trotzdem kriegen, ne? Hier haben wir auch keine Wärme. Ganz vergessen, hier die Wärme hinzumachen. Dann bauen wir hier mal überall Wärme ein. Ist ja klar, dass die komplett durchdrehen ohne Wärme. Holt jetzt, ja gut, nach Karten. Ja. So, da ist eine Heizung, da ist eine Heizung. Das ist eigentlich okay. Dann geben wir denen hier auch noch Wärme. So, sie hier, verurteilt zu 72 Jahren, hat eine Erfolgswahrscheinlichkeit für das Gnadengesuch von 16% aktuell. So, ja, das Aufstandrisiko ist ziemlich hoch. Jetzt kommt aber auch mega Material, aber ist auch klar. Denn wir wollen ja Radiatoren bauen ohne Ende. Was ist hier los? Aufständisch. Das wissen wir doch zu verhindern hier. Schickt man da mal ein paar Wachen rein. Was ist denn hier los? Sicherheit. Achso, die fühlen sich alle nicht so sicher. Ja, müssen wir ein bisschen was für die Sicherheit tun in dem Fall. Aber wir haben ja eigentlich schon viele Waffen einkassiert, aber klar, wenn die natürlich hier Probleme machen, die Banden, ja, dann ist das fast logisch, dass es hier Probleme gibt. Aber ich lasse mich, wie gesagt, davon nicht einschüchtern, wäre ja noch schöner. Genau, das ist leider hier noch offen, deswegen will ich hier den Zaun noch nicht wegmachen. Da gibt es immer noch Randale hier, ne? Ah, da gibt es ein bisschen Stress hier. Wir wollen mal schauen, was nicht Informationen. Einsatzplanung, genau. Ja, das passt eigentlich noch. Ist alles in Ordnung. Kommt noch Essen dazu. Was ist hier los? Warum? Warum? Aha. Eigentlich verbunden. War da gerade niemand? Oder ich verstehe es jetzt gerade nicht. Wir waren aber, glaube ich, mal vier, ne? Auf jeden Fall sind die absolut überlastet, diese Scanner. Aber gut, wir haben auch echt viel gebaut jetzt, ne? Kommt denn der eigentlich da rein? Ah, der ist hier reingekommen. Okay, alles klar. So, jetzt hoffen wir mal, es wird wieder ein bisschen ruhiger. Dann schauen wir mal, wer hier noch eingeliefert wird. Die hat es noch nicht geschafft und die hat jetzt einen Vorfall. Na super. Wir kriegen niemand.
Also hohe Sicherheitsstufe ist überlastet. Es kommt auch niemand nach unten. Wir hoffen weiter, dass hier ein bisschen gebaut und geputzt wird. Vielleicht können wir mal nach Informanten schauen, ob wir neue Informanten bekommen würden. Potenzielle Informanten. Nur wenn das eine potenzielle Informantin ist, können wir die eigentlich gerade einsetzen. Die ist enttarnt. Okay. Also die ist für uns nicht mehr zu gebrauchen in dem Fall. Schade. Für sie. Jetzt haben die die ja natürlich auf dem Kika. Schauen wir mal, ob wir mit der eine gute Informantin haben, wo wir hier ein bisschen aufräumen können. Haben wir hier noch eine Höhe? Ist eigentlich echt super. Dann lassen wir das auf jeden Fall so. Oh, sie hat einen Hammer. Das gefällt uns natürlich gar nicht. So, Informantin ab. Lass sie da zurück. Hier ist wieder Randale, hier hinten ist auch Randale. Ah, hier. Wir wollen euch ja ein paar Heizungen bauen, aber ihr müsst uns schon lassen. Wollen ja das hier fertig kriegen, ne? Wir können ja mal schauen, ob wir ein paar Bananen haben. Und Bewährungsunterricht. Die hat eine Gabel, macht sie fertig. Die hat eine Gabel. Die greift mit einer Gabel an. Wir brauchen mehr Wachen. Tja, dann ist der Raum erstmal außer Kraft gesetzt. Schade. So, Bananen. Bananen können wir verkaufen. Bananen verkaufen. Haben wir noch was? Kohl. Haben wir noch Kohl? Das ist Kohl. Kohl verkaufen. Bananen, Karotten. Karotten, Bananen. Mein Gott, die wollen es echt wissen hier. Ist jetzt halt dauerhaft hoch, ne? Die Bandmitglieder natürlich auch hier einen riesen Zinnober machen. Also sie gehen nicht automatisch. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss echt ein bisschen Ruhe reinbekommen hier. Schon wieder zwei Todesfälle. Mann. Rivalisierende Banden. Ja. Ist halt Bandenkrieg, ne? Ah, das kostet uns Geld. Aber naja.
Was soll man machen? Deckt man nicht drin. Haben wir hier noch einen Informanten? Die Informanten sind, wie gesagt, ganz nett, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es uns wirklich was bringt. Ja, vor allem ist das immer echt. Anstrengend und vor allem kostet es wahnsinnig viel Zeit. Und man ist dann in so einem, ja. Okay, die ist gerade verstorben. An was? Spitzel. Getötet, weil Spitzel. Von was? Von sich selber. Oh, unglaublich. Spitzel. Okay, alles klar. Ich verstehe es nicht, aber macht doch nichts. So, Transfer. Jetzt haben wir natürlich niemand mehr, der irgendwo hin kann. Und dafür einen Haufen Platz. Ich glaube, wir können mal wieder ein paar einladen. Da haben wir eine Person. Dann nehmen wir noch die normalen mit rein. Das sollte erstmal reichen. Okay, Häftling suchen. Habe ich gerade was gesehen? Was hat die da? Post. Warum sonst durchsucht? Verdammt. Der Ärger. Aber jetzt nachts, es beruhigt sich ein bisschen. Ich glaube, unsere ein bisschen überlastet hier, ne? Unsere Krankenstation oder unsere Ärzte vor allem. Weil die müssen ja nicht nur zur Krankenstation, sondern die müssen auch denen helfen, die hier rum machen. Ah, das würde ich doch jetzt gern langsamer zukriegen. Machen wir natürlich ordentlich Minus. Kohl, Bananen und Karotten. Kohl. Bananen haben wir hier nicht. Oh, da haben wir einige. Uiuiuiui, okay. Da müssen wir doch gleich noch schauen. Also, wenn wir hier jetzt was gefunden haben und hier jetzt was gefunden haben. Und hier. Tunnelsuche. Wenn wir da nichts finden, dann müssen wir hier irgendwie schauen, dass wir das hier aufgraben. Schauen wir mal, ob das geht. Ob das hilft, wenn wir das hier so aufgraben. Nee, nicht Wände, innen, nee, auch nicht. Planieren auch nicht. Mit was kann ich denn Objekt abreißen? Kann ich die nicht abreißen hier? Oder kann ich da... Was mache ich? Das fällt mir jetzt gerade ein. Was mache ich denn da? Vielleicht Gras? Oder einfach Dreck? Da haben wir einen. Oh, wir haben eingehenden Anruf. Ein Wasserrohr ist geplatzt und überflutet nun den Bereich. Reparieren Sie es, bevor es Schaden zu groß wird. Okay. Dann natürlich sollten wir das reparieren. War das Wasserrohr, das ein Rohr geplatzt, okay. So, in dem Fall kann ich hier erstmal wieder das wegmachen. Und dann machen wir hier einen Tunnel füllen. Leider ist das jetzt natürlich von der Psycho. Da unterteilen wir ja nicht zwischen schwer,
psychisch krank und mittelschwer oder gar nicht oder niedrig oder sonst was. Sondern gibt es einfach nur psychisch Kranke. So, Transfereinlieferung stoppen wir für Einlieferung für die mittlere wieder. So, was ist bei Hale? 8%. Jetzt könnt ihr sie theoretisch umnieten. Also auf einen elektrischen Stuhl. Aber das machen wir in dem Fall natürlich beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.